Willkommen im Rec Room. War das immer eine Toilette gewesen? Ich dachte irgendwie, das wäre ein Klassenzimmer gewesen. Was haben wir hier denn so? Danke, dass du Misao gespielt hast. Es war voller gemeiner Fallen, aber trotzdem, hat es dir Spaß gemacht? Ich bin froh, dass du Spaß damit hattest. Hab auch viel Spaß in diesem Bonusraum. Ah, hier kann man nochmal speichern. Können wir ja hier drüber mal machen. Hier kann man nichts machen. Ah ja, was möchtest du denn wissen? Onigawara ist ein echtes Mysterium. Vielleicht werden wir die Wahrheit über ihn nie so richtig erfahren. Er ist definitiv kein Mensch, das wissen wir. Manche von Misaos Teilen, zum Beispiel ihr Körper, mussten nicht gefunden werden, weil Onigawara sie bereits vorab geopfert hatte. Das besagt zumindest ein Gerücht. Und was war das andere? Onigawara Designgeheimnisse. Zunächst habe ich Onigawara einfach nur gemacht, weil ich einen Speicherpunkt brauchte. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob er der Student Council President werden soll oder Chairman of the Board, also welche Rolle er einnehmen soll. Sein Originalname war Onizuka, aber ich habe es dann zu Onigawara abgeändert, damit es ein bisschen ungewöhnlicher ist. Und irgendwo wollte ich einfach Oni drin haben, weil Oni ist ja Dämon im Japanischen. Okay, was haben wir hier? Common Event Donors? Was? Ach so, ich glaube, woher die, woher andere Elemente des Spiels genommen wurden, wäre also quasi Copyright. Hups, ich habe vergessen, einen Daumen zu malen. Tatsächlich, es sind nur vier. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Über Sota. Ein mysteriöser Lehrer. Aber in Wirklichkeit ist er ein Mörder mit einer dunklen Vergangenheit. Sota war von Anfang an verdächtig. Vielleicht haben auch viele Menschen schon bemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Ja, ja, vermutlich. Es hat nicht wirklich einen Einfluss auf die Geschichte, aber Sota wurde niemals attackiert, weil die bösen Geister zu viel Angst vor ihm hatten. Und das ist auch der Grund, warum Misao Angst vor Sota hatte. Misao und die Geister sind in gewisser Weise miteinander verbunden. Nicht direkt das Gleiche, weil sie Leute attackieren, gegen die sie... Aber nochmal. Aber sie sind nicht völlig das Gleiche, also Misao und die Geister. Denn sie attackieren Menschen, gegen die sie nichts hat. Aki, die Sota umbringt, war unerwartet für Misao. Vielleicht dachte Misao, dass Toma zu opfern ein glücklicheres Ende herbeirufen würde. Mein Gott, ist das gerade kompliziert. Das sind für zu viele Namen gerade. Indem sie Toma tötete, würde er für immer Ira sein. Aber Sota zu töten, bringt sie im Grabe zusammen. Jedenfalls, Misaos Seele wurde gerettet. What? Ey, das ist so kompliziert gerade. Aber indem Toma geopfert wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass Misaos Geist niemals in die andere Welt wechseln kann. Sota Design Secrets. Den Lehrer zum Bösewicht zu machen, war von Anfang an geplant. Er sollte am Anfang einfach ganz nett sein, aber bald mysteriöser werden. Um ehrlich zu sein, sein Haar ist so designt wie von einem jungen Detective aus einer fremden TV-Serie. Also aus dem Ausland. Eine TV-Serie aus dem Ausland. Oh, okay, das habe ich alles nicht... Das war so viele Namen, ich bin ganz durcheinander gekommen. Wer wurde wann geopfert, wer konnte nicht weiterziehen, bla 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 bla. Hehehe, die erste Version wurde nur aus Spaß erstellt, als der Autor zu viel Zeit hatte. Es hatte noch einige Designfehler, aber man muss sich das einfach im Gesamtpaket anschauen. Library. Ähnlich wie Onigawara ist Library ein Mysterium. Sie ist auch nicht menschlich. Sie scheint Onigawaras Dienerin zu sein. Sie hat Angst vor Menschen und hörte Aki nur zu, weil sie so roch wie sie. Hä? Vielleicht ist Aki auch kein Mensch? Oh, das wäre ja krass. Library Design Secrets. Library wurde hergestellt, um Tipps zu geben. Ich konnte an keinen guten Namen denken, also ließ ich zu, dass der Spieler es entscheidet. TL? Ah, Translator nehme ich an, ne? Übersetzer. Novella war meine Idee. Am Anfang wollte sie Toma töten. Es gibt Spuren dafür... dafür, weil Toma ja in der Library zwischendrin endet, ne? Also er ist da ja.
Und wenn man als Junge spielt, ja, wissen wir ja. Wenn du es nicht gesehen hast, hoffe ich, dass du viel Spaß dabei hast, wenn du es sehen wirst. Es ist nur eine Kleinigkeit, also hab nicht zu viel Hoffnung. Was haben wir hier? Dieses Spiel basierte darauf, verteilte Einzelteile eines Mädchens zu finden. Und dann fügte ich Charaktere hinzu und eine Geschichte. Der Autor hat eine Menge B-Movie-Horrorfilme gesehen. Es gibt etwas, das der Autor allen sagen will durch dieses Spiel, und das ist: Seid vorsichtig und achtet auf gruselige Lehrer. Okay. Wenn ich hier rauskomme, dann werde ich. Yoshino ist wirklich einfach nur ein Feigling. Sie schubst einfach nur die herum, die schwächer sind als sie. Das ist auch der Grund, warum Saotome, die ja mehr Freundinnen hat und beliebter ist, keinen Ärger von ihr abbekommt. Ach so, genau. Und sie scheint Toma zu mögen, obwohl der eine Freundin hat. Und sie hat eine unerwartet ehrliche Seite. Es war von Anfang an klar, dass sie eine Mobberin werden sollte. Also sieht sie auch aus wie ein böser Charakter. Ich finde, sie sieht eher aus wie ein Verbrecher als wie ein Mobber. Am Anfang hieß sie Sasayama. Ihr Design basierte auf ihren Sprites, also war das ziemlich einfach. Ehrlich gesagt wurden die meisten Charaktere von den Sprites ausgehend entwickelt. Es ist nicht meine Schuld. Toma ist ein trendiger Typ. Er sieht böse aus, aber er ist beliebt bei den Ladies. Aber im Inneren ist er ein Vollidiot. Sogar Aki ist manchmal überrascht. Es muss wirklich an dem guten Aussehen gelegen haben, dass sie nicht Schluss mit ihm gemacht hat. Vielleicht. Im wahren Ende wird er in der echten Welt, also in der anderen Welt meine ich, zurückgelassen. Aber ich überlasse es dem Spieler, sich vorzustellen, ob er es jemals zurückgeschafft hat. Er hat mit Misao rumgespielt. Er dachte, Saotome wäre auch ein gutes Mädchen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er es ernst mit ihr meinte. Genau wie Ayaka sagt. Er ist nichts anderes als ein Verführer. Anscheinend hat er auch versucht, Library rumzukriegen, während er in der Bücherei war. In der Jungsroute wird das offenkundig. Schau doch selber nach, wie es endet. Ich habe einen Typ entwickelt. Ja, er ist ein böser Junge, aber er ist jemand, in den sich Misao verliebt. Und deswegen konnte er nicht zu gruselig aussehen. Bam, cooler Typ. Sein Originalname war Keita. Das schien mir aber zu normal. Und deswegen habe ich den Namen verändert. Es ist ein ziemlich dazzling Name, also ein cooler Name. Lacht. Echt? Naja, das kann man vielleicht auch nur verstehen, wenn man... Oh ja, oh, es sind hier wirklich noch sehr, sehr viele Leute. Hallöchen, ihr Lieben, so, nicht über den kurzen Cut, wundern. Ich hatte nämlich jetzt den Bonusraum mal in zwei Parts aufgeteilt, weil mir das einfach mit der Aufnahme zu lang wurde. Ich habe mir schon den Mund fusselig geredet und damit ich mich wieder ein bisschen konzentrieren kann auf das Lesen hier. Das Konzept, sich in einer Leiche zu verstecken, kommt eigentlich aus einem ausländischen Cartoon. Also kopiert die Idee. Yeah, ich habe Angst. Über Saotome. Sie ist sehr beliebt bei ihren vielen Freundinnen oder bei ihren vielen Freunden, weil sie immer sich als gutes Mädchen gibt. Sie sieht auch definitiv so aus. Sie hasst Misao nicht wirklich. Den Text zu posten war nur ein Witz gewesen, aber dass sie dann mit Toma ausging, das konnte sie nicht verzeihen. Sie scheint, ich nehme an, es ist gemeint, so eine leichte Lady gewesen zu sein, aber sie mochte Toma anscheinend wirklich. Ja gut, aber deswegen kann man noch lange nicht die anderen Leute fertig machen. Sobald mir klar wurde, dass Toma eine Freundin haben würde, war sie da, mit einem goldenen Zopf und großen Brüsten. Name und Spitzname waren von Anfang an festgelegt. Ich mag ehrlich gesagt Saotomes Gesichtssprite, also ja, das mag Sen. Ihre Kleidung lässt sie aussehen wie eine Sekretärin. Okay, wer ist das hier? Ah, das ist ja Ayaka. Ich gucke mal, Akis beste Freundin. Eine natürliche Stalkerin. Sie ist total doof. Sie ist der einzige Charakter, der nicht ein zweites Gesicht besitzt. Im
wahren Ende wird sie von Onigawara wiederbelebt. Sie mag ihn sehr, anscheinend Onigawara. Okay. Ach so. Und deswegen wird sie wahrscheinlich in der anderen Welt ein neues Leben voller Stalking beginnen. Scheiße, armer Onigawara. Das ist ein Charakter, der kreiert wurde, um Sotas, zu unterstützen. Also wahrscheinlich seine, durch Ayaka kam das ja so raus, dass er diese Ader hat, sich an junge Schülerinnen ranzumachen. Außerdem schien der Hauptdarsteller, beziehungsweise die Hauptdarstellerin ziemlich, wenig Freunde zu haben. Und deswegen wurde sie quasi kreiert, um Akis beste Freundin zu sein. Sie ist diejenige, die mir am meisten leid tat, als ich sie töten musste. Deswegen habe ich sie auch wiederbelebt im wahren Ende. Süß. Misao! Hey, Sekunde, hatten wir das nicht? Das ist das einzige Problem, wenn man einmal eine Pause macht zwischen den Aufnahmen. Kudo ist ein Charakter, der niemals belohnt wird, aber im wahren Ende retten ihn seine Gefühle. Aber war diese letzte Misao real oder nur eine weitere Illusion? Ich werde das die Spieler entscheiden lassen. Jedenfalls, Kudo war wie ein großer Bruder für Misao. Keine Liebe im Spiel. Also nein, Misao hasste Kudo nicht. Aber Kudos Liebe wurde niemals erwidert. Kudo sieht aus wie ein netter Typ, aber seine Persönlichkeit ist gar nicht so nett. Er ist ziemlich miesepetrig und ich wette, er schreibt im Internet Posts darüber und macht Posts, in denen er andere Leute schlecht macht. Bonus Kudos Hassrang. Toma Yoshino, oh, sich selbst. Na, der Arme. Ursprünglich hieß er Kawamura, aber das ist viel zu doof, also dachte ich an etwas Ernsteres. Und so wurde Kudo geboren. Er soll einen Kontrast bilden zu Toma, sowohl innerlich als auch äußerlich. Und jetzt sieht er wie dieser seltsame Junge aus. Selbst hier versteckt Onigawara etwas. Suche danach, wenn du willst. Ich kann diesem hinterhältigen Typen aber nicht glauben. Er will so tun, als wäre er Student Council President. Was für ein... was für eine Göre. Genau. Wie, versteckt er etwa wieder eine dritte Option? Tatsächlich! Hoho, gut gemerkt. Als Belohnung werde ich dir diese Gesichtssprites zeigen, die weggeschmissen wurden, die nicht genommen wurden. Nee, gar nicht. Was ist mit denen? Nochmal bitte. Scrapped. Sekunde, ich schreib's mal auf. Minute der neuen Aufnahme. Okay. Wahrscheinlich ist einfach ausgeschnitten gemeint. Ja klar, es gibt doch Scrapping Paper, oder? Das ist doch dieses Papier, mit dem man bastelt. Was man ausschneiden kann. Das wird sein. Okay, dann muss ich ja keine Anmerkung setzen. Ich und Miho sind immer zusammen. Ein Mädchen, das nur beim Namen genannt wird im Bad End. Eigentlich hatte ich ursprünglich Pläne für einen zweiten Teil mit ihr. Viel ehrlicher als Aki. Ohne Mao werde ich wieder alleine sein. Ein Mädchen im Bad End. In Version 2 wurden ihre Grafiken verändert. Mao ist ein vigorous girl. Jetzt muss ich wirklich eine Anmerkung setzen. Und feeble. Und deswegen hängt sie sich an Mao. Die beiden verstehen sich so gut wie Zwillinge. Danke, dass du mich gefunden hast. Die tragische Heldin, Misao. Sie hat keine Freunde und sie ist weit entfernt von ihrer Familie. Sie lebte ein einsames Leben. Sie verliebte sich in einen Mann, der ihr genaues Gegenteil war. Sie sehnte sich nach Toma und vielleicht waren die Gefühle ja auch von beiden Seiten vorhanden. Sie ist ein Mädchen, das immer folgt, aber sie versteckt eine ungewöhnliche oder besondere Persönlichkeit in sich. Definitiv würde sie niemanden auf Erden Unglück wünschen. Sie ist vermutlich der netteste aller Charaktere. Sie wurde ganz schrecklich gemobbt. Naja, wie ich schon sagte, sie war ja die tragische Heldin. Vergib mir das, Misao, aber ich musste eine Story schreiben. Da erwähnt wird, dass sie nie besonders hervorstach, gab ich ihr ein sehr simples Design. Aber ich war ehrlich gesagt überrascht, als Reaktionen kamen, dass sie süß aussehen würde.
Dass Misao von ihren Klassenkameraden gemobbt wurde, war von Anfang an geplant. Aber das meiste, was das Ending belangte, also das Ende des Spiels belangte, wurde erst viel später entschieden. Selbst ich hätte nicht gedacht, dass dies hier ein Spiel sein würde, letztendlich, das Probleme hat, sich als 15 und älter zu etablieren. Also wahrscheinlich im Sinne von, dass es doch ziemlich krass geworden ist. Für die Charaktere wurde eine gewisse Inspiration aus Revelations per Soul. Ich weiß nicht, ist das ein Spiel, ein Manga? Den kenne ich jetzt nicht. Ich meine aus meinem Kopf. Ich mag die einsame Atmosphäre, jetzt weiß ich leider nicht, auf was sich das bezieht. Was? Was war diese Maschine überhaupt? Selbst der Autor weiß es nicht. Haha. Sie küssen sich leidenschaftlich. Sucht euch ein Zimmer. Wie oft wirst du fallen, Lady? Keiner akzeptiert mich. Sie versteckt etwas. Suche nach ihr, falls du sie nie gefunden hast. Hä? Wie? Das verstehe ich nicht. Das ist der schnellst gestorbene Charakter. Wusstest du, dass es... Ja, natürlich, dass es einen Ort gibt zwischen den Steinen, in dem man den... den Steinen aus dem Weg gehen kann. Also diesem Monster aus dem Weg gehen kann. Aber das muss man doch machen, um weiterzukommen. Verstehe ich jetzt gar nicht. Nachdem Sota getötet wird, wird seine Leiche versteckt. Bitte suche nach ihr. Rook! Vergib mir, Misao. Freundinnen. Direkt aus einem B-Movie. Fass meinen Toma nicht an. Huch! Was? Oh! Oh, er ist weggegangen. Okay. Was haben wir hier noch? Wir sind Freunde, nicht wahr? Über Aki. Also Female, also die weibliche Version. Die Protagonistin der Geschichte, ein ganz normales, Fragezeichen, Highschool-Mädchen und Problemkind, lebt alleine und außerhalb des Campus, wie viele andere, also anders als viele andere Schüler, genau. Hä, sie lebt alleine? Ich dachte, am Anfang hätte man in diesem Haus gestartet mit den Eltern. Obwohl, man hat die nicht gesehen, stimmt. Aber irgendwie hatte ich immer gedacht, das wäre ihr Zimmer in einem Haus mit ihrer Familie, aber okay. Sie konzentriert sich meist auf eine Sache und ignoriert den Rest. Das ist auch der Grund, warum sie mit Misao eine Freundschaft eingeht. Ich mache mir kurz einen Kommentar. Vielleicht muss ich das kurz untertiteln. Dieses Ich werde mich opfern, diese Zeile mit Ich werde mich opfern, also das war kein Witz gewesen. Sie wäre wirklich bereit gewesen, für Misao zu sterben. Diese aufrichtige Persönlichkeit mag vielleicht von Onigawaras Blick gestoppt worden sein. Okay. Ach so, ja, weil... Ah, halt, jetzt habe ich die eine Hälfte ja gar nicht gelesen. Weil er ja gesagt hat, nee, so läuft das nicht, stimmt. Aki ist so designt wie eine alte Shoujo-Manga-Heldin. Sie war am Anfang normaler. Ich mag alberne, surreale Gags, also habe ich eine Menge solcher Witze im Spiel eingebaut. Dieser Teil von ihr hat keine richtige Bedeutung, das ist nur zum Spaß. Ein Teil ihrer Persönlichkeit habe ich extra nicht so, hervorstechend gemacht, weil ich wollte nicht, dass sie so stark hervorsticht. Also ich wollte sie nicht so besonders machen. Am Anfang hatte ich sogar überlegt, ob ich vielleicht eine stille Protagonistin mache. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihren Namen vielleicht mit dem Kanji, nehme ich an, ist gemeint, für Dämon schreiben soll, um darauf hinzudeuten, dass sie vielleicht halb Dämon, halb Mensch ist. Falls ich mal einen zweiten Teil machen sollte und ihre Geheimnisse gelüftet werden, dann denke ich, würde ich gerne das mit ihrem Namen machen. Ups, jetzt habe ich es ja verraten. Aber ich habe keine Pläne, sorry. Okay, also es gibt keinen zweiten Teil. Würde ich auch nicht glauben. Ich glaube, wenn, dann eher zu Mad Father einen zweiten Teil. Oder halt was ganz Neues, denke ich mal. Ich werde dich immer beschützen. Ein weiterer auswählbarer Hauptdarsteller hatte die gleiche Persönlichkeit wie die weibliche Aki zunächst, aber ist in der neuen Version ein bisschen ernster. In Version 2 konntest du ihn... Version 3 ist das hier inzwischen. Stimmt ja, ich komme ganz durcheinander. In Version 2 konnte man ihn für einen zweiten Playthrough auswählen, aber nun kann man ihn ganz von
Anfang an schon auswählen. Er konnte in Version 2 nicht das True Ending machen, aber er kann es in Teil 3. Und es ist ganz bisschen anders als in der Girl-Version, in der Mädchen-Version. Schau es dir an, falls du es noch nicht getan hast. Doch, haben wir. Oh, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Es war irgendwie langweilig, einen identischen zweiten Playthrough zu haben. Daher habe ich ihn gemacht. Ich wollte eigentlich, dass sein, ja, Standardname Akito ist. Aber sein, ja, Ton, seine Art war ein bisschen anders in der alten Version. Daher war das ziemlich sinnlos. Die neue Version hat ein paar kleine Persönlichkeitsveränderungen. Also schau es dir an. Okay, also ich habe ja jetzt nicht alle Versionen gespielt. 1, 2 und 3. Deswegen kann ich teilweise die Veränderungen jetzt nicht so dolle nachvollziehen. Ich würde sagen, allgemein hat sich hier leider im Bonusraum ganz, ganz wenig nur verändert. Also ich glaube fast nur hier bei ihm eben der Teil mit Version 3. Aber sonst ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Vielleicht fällt euch noch was auf. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Es hat mir viel Spaß wieder gemacht. Und ja, ich hoffe euch auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen RPG Maker oder Wolf RPG. Okay, nochmal. Ich fange nochmal an. Man darf die Endworte nicht vermasseln. Also, wir sehen uns sicherlich wieder in einem anderen RPG Maker Game oder Wolf Editor Game. So, ich hab's geschafft. Nee, ich hab's doch schon wieder falsch. Wolf RPG Editor Game. So, jetzt aber. Na gut, ihr Lieben, also dann bis dann. Ah, nee, halt. Sekunde, ich wollte ja noch was ausprobieren. Wir haben jetzt alles durchgeguckt. Ich wollte nämlich noch wissen, ob sich der... Danke für deinen Besuch. Das hat sich nicht verändert. Das finde ich ja doof. Ich dachte, es würde jetzt noch eine glückliche Misao kommen. Okay, na gut. Schade. Ich hätte echt gedacht, dass sich das nochmal verändert. Aber egal. Na gut, ihr Lieben. Also, dann sehen wir uns beim nächsten LP wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.